Ein herzliches Bonjour nach Berlin. Daniel Friedrich Sturm von der Welt, grüße Sie. Guten Tag, Herr Kuhle. Sie haben wahrscheinlich jetzt einen Kandidaten, den Sie uns präsentieren können und haben nicht so viel Sorge wie einen stellvertretenden Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, oder? Naja, die Medien stellen ja glücklicherweise nicht den Kandidaten auf, aber die SPD hat ja einen halben Vorschlag gemacht, gewissermaßen. Sigmar Gabriel hat ja Steinmeier ins Rennen geschickt. Ich halte das in der Tat auch für ein Ass. Ob die SPD womöglich noch einmal runterkommt von diesem Kandidaten, das sehe ich nicht ganz so. Da wäre Steinmeier dann schon mit einer kleinen Schramme beschädigt. Aber Gabriel macht ja Druck. Ich habe auch den Eindruck, dass er gerade sich in der Offensive wähnt. Er ist ja gestern durchs Regierungsviertel spaziert. Das sollte natürlich auch demonstrieren. Ich habe die Ruhe weg. Und der Druck lastet natürlich schon auf Frau Merkel, die sich ja überdies noch vorher mit Herrn Seehofer einigen muss. Ja, und dann müsste man ja, also sowohl bei der SPD wollte man einen anderen präsentieren, einen draufsetzen eigentlich. Ja? Und das müssten ja jetzt dann an sich auch die Unionsvertreter. Ja, in der Tat. Die Union ist ja mit, ich glaube, 42% der Wahlleute in der Bundesversammlung die eindeutig stärkste Partei, deutlich stärker als die SPD, also CDU und CSU sind deutlich stärker als die SPD. Die SPD hat jetzt gewissermaßen Steinmeier vorgeschlagen. Um da eine attraktive Alternative hinzusetzen, bedarf es natürlich schon eines Schwergewichts. Aber man darf natürlich nicht vergessen, Wolfgang Schäuble ist ja von Angela Merkel schon mehrfach ausgebremst worden auf dem Weg ins Schloss Bellevue. Die Kandidatur von Horst Köhler und auch die Kandidatur von Christian Wulff waren ja dezidierte Anti-Schäuble-Kandidaturen. Und denken wir an das Jahr 2010 zurück, als Merkel Herrn Wulff vorgeschlagen hat. Da gab es ja diese schöne Szene mit Frau von der Leyen angesprochen darauf, ob sie sich denn auf dem Weg ins Bellevue sähe und sie dann also ihren Zeigefinger auf die Lippen presste. Da galt sie ja 24 Stunden lang als Bundespräsidentenkandidatin. Ist die Frage, ob Frau Merkel jetzt im zweiten oder dritten Anlauf Frau von der Leyen oder Herrn Schäuble nominieren wird. Ich glaube, so von diesem Gewicht müsste es schon sein, um gegen Steinmeier zu punkten. Es gibt ja Unionsleute, die sagen, wenn Frau, dann müsste sie katholisch sein. Sehen Sie das auch so? Ach, ich glaube, das ist kein richtiges Kriterium. In der Tat, die meisten zumindest. Ja, das sind so Proporzdenken. Ich glaube, das hilft nicht richtig weiter. Bei Joachim Gauck hat ja Frau Merkel auch gesagt, alle nur nicht Gauck. Und da hieß es, es darf um keinen Preis ein Mensch sein, der nicht sozusagen Vollblutpolitiker vorher war. Ich glaube, das sind alles Kriterien und Schablonen, die nicht weiterhelfen. Es kommt wirklich auf die Person an. Und bei Steinmeier ist es natürlich einfach so, der hat ja ein großes Vertrauen in der Bevölkerung und auch in der Bundesregierung, im Bundestag. Interessant ist ja, dass weder Frau Wagenknecht von den Linken noch Herr Lindner von der FDP eine Wahl Steinmeiers bisher ausgeschlossen haben. Ist ja ein interessantes Bündnis. Ja, also man hört von den Linken zumindest noch andere Dinge in Sachen Steinmeier. Aber interessant ist ja zum Beispiel, dass eine Linkspolitikerin einen CDU-Namen ins Spiel bringt. Da wundert man sich ja dann schon, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Geht es vielleicht doch jetzt langsam los, dass es nicht um die Kandidaten geht, sondern um so ein Wettrennen, wohin geht die politische Landschaft demnächst hier in Deutschland? Neue Koalitionswege? Herr Kuhle, das ist immer mit dabei. Und jeder Parteipolitiker, sei es Herr Gabriel oder sei es Herr Tauber, die jetzt sagen, diese Bundespräsidentenwahl sei frei von taktischen Erwägungen, mit Verlaub, der lügt. Wir haben im September kommenden Jahres eine Bundestagswahl und wir haben im Februar, am 12. Februar, diese Bundespräsidentenwahl. Natürlich würde eine Wahl von Herrn Steinmeier auf das Konto der SPD einzahlen und natürlich würde die Wahl eines Unionskandidaten vermutlich der Union helfen. Also Politiker, die sagen, das hätte alles nichts mit Strategie oder Taktik zu tun, die sagen die Unwahrheit, das gehört ja dazu. Der Vorschlag von Frau Wagenknecht, die sich ja für Herrn Blüm ausgesprochen hat, ist, glaube ich, nicht ernst gemeint. Ja, also bleibt dann doch am Ende nur Bouffier. Ich weiß nicht, ob die CDU ein schwarz-grünes Profil haben möchte. Ich weiß vor allem nicht, ob die CSU einen schwarz-grünen Kandidaten haben möchte. Die CSU steht ja im Jahr 2018 vor einer Landtagswahl und sie will ihre absolute Mehrheit verteidigen und sie möchte keineswegs irgendwie eine schwarz-grüne Koalition machen. Das hätte sie ja 2013 im Bund machen können. Hinzu kommen die Grünen. Ob die nun wirklich wenige Monate vor der Bundestagswahl ein solches Signal klar zugunsten der CDU-CSU aussenden wollen, das bezweifle ich. Die SPD würde es, glaube ich, freuen, weil sie dann auf rot-grüne Wechselwähler
hoffen könnte. Also einen schwarz-grünen Kandidaten sehe ich nicht. Hinzu kommt ja, Herr Gauck hat, glaube ich, im Juni erklärt, nicht wieder anzutreten. Wir haben jetzt November, das ist also ein halbes Jahr her. Die CDU-Vorsitzende Frau Merkel hat bislang ja offenbar keinen Kandidaten gefunden. Das ist ja auch bemerkenswert. Offenbar ist es ja auch sehr schwer, sich mit Herrn Seehofer zu einigen. Und hinzu kommt ja auch noch die Frage, ob Frau Merkel eigentlich selbst als Bundeskanzlerin es nochmal schaffen möchte. Jetzt sind Sie uns trotzdem noch einen Namen schuldig geblieben. Lassen wir das. Ich hätte noch eine Frage zum Schluss, weil wir jetzt ja natürlich auch thematisch hier gleich in der Sendung auf die USA zu sprechen kommen. Bereitet man sich in Berlin eigentlich schon mit getrennten Vorstellungen darauf vor, was uns da in zwei Tagen erwartet nach der Wahl? Ja klar, und ich glaube, so wie wir das vor dem Brexit-Votum in Großbritannien erlebt haben, dass sozusagen die politische Klasse und in Klammern selbstkritisch gesagt auch wir Medien sagen, ah, das wird schon, die Briten werden nicht gegen einen Brexit stimmen, so hört man heute nicht mehr, das wird schon Hillary Clinton gewinnen. Also in der Bundesregierung, im Auswärtigen Amt stellt man sich auf beides ein. Außenminister Steinmeier ist sehr, sehr skeptisch, was den Ausgang der Wahl angeht, so hören wir. Also eine Option Trump scheint möglich. Das würde wirklich als eine große Herausforderung gesehen, aber auch ein Wahlsieg von Frau Clinton wäre sicher nicht einfach. Frau Clinton würde sicher uns Deutschen etwa innerhalb der NATO doch deutlich mehr abverlangen als bislang. Sie kennt Europa ja deutlich besser als Barack Obama und ich glaube, es werden allgemein schwierige Zeiten für das deutsch-amerikanische Verhältnis, so oder so. Dann warten wir das jetzt alles noch gelassen ab. Wir können es eh nicht ändern. Ich danke aber für heute für diese Einschätzung Daniel Friedrich Sturm von der Welt. Schönen Tag. Danke gleichfalls.